Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem Titel »Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten?« Ich lese ganz kurz vor nochmals, wie auf dem Einladungsflyer der Vortrag eingeführt worden war. Alle sprechen von Fundamentalismus und seinen Bedrohungen. Was ist Fundamentalismus? Was glauben christliche Fundamentalisten? Ist christlicher Fundamentalismus eine Gefahr für die westliche Gesellschaft und ihre Bildungsinstitutionen? Ist Fundamentalismus wissenschaftsfeindlich? Warum sind Fundamentalisten keine Evolutionisten, sondern Kreationisten? Gibt es einen Zusammenhang zwischen islamischem und christlichem Fundamentalismus? Der 11. September 2001 hat eine ganz bedeutende Wende in der Geschichte des Abendlandes gebracht. Das war der Tag mit diesen fatalen Angriffen auf die Twin Towers in New York. Und in aller Leute Mund war, islamische Fundamentalisten haben das angerichtet. Und das ist nun eine ganz deutliche Gefahr für die Sicherheit der westlichen Welt. Nun, alle sprechen von islamischen Fundamentalisten, aber in der Zwischenzeit haben auch manche gemerkt, es gibt nicht nur islamische, es gibt ja auch christliche Fundamentalisten. Und die haben wir schon massenweise unter uns in der westlichen Welt, während die islamischen Fundamentalisten am Einwandern sind. Also eigentlich ist es ja schon längst höchste Zeit, aufzuwachen und diese Gefahren zu erkennen. So denken viele. Um nun zu erklären, was christlicher Fundamentalismus ist, muss ich etwas geschichtlich zurückblenden. Wir gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert mit der aufkommenden Evolutionslehre von Charles Darwin, 1809 bis 1882, und auch von der Bibelkritik in der Theologie. Ich habe hier stellvertretend als Bild das Bild von Julius Wellhausen, 1844 bis 1918, gewählt. Wellhausen hat als Theologieprofessor von innen heraus das Christentum versucht zu zerstören. Und zwar hat er gesagt, die 5 Bücher Mose, die sind eine Fälschung. Also die ganze Bibel beginnt eigentlich schon mit einer Fälschung unter falschem Namen. Das hat gar nicht Mose geschrieben. Und andere Professoren wie Döwet und Graf und so weiter, wie sie alle heißen, haben diese Bibelkritik im 19. Jahrhundert ganz stark gefördert. Und auf diese Weise wurden dann schon viele Pfarrer ausgebildet. Also das Vertrauen in die Bibel wurde genommen und gleichzeitig unter dem Einfluss der Evolutionstheorie von Darwin ab 1859 hat man gesagt, ja gut, also auch schon die ersten Kapitel der Bibel mit dem Schöpfungsbericht, das können wir moderne Menschen heute natürlich nicht mehr so glauben. Das ist überholt. Und wenn natürlich schon die ersten 2 Kapitel der Bibel eigentlich nicht mehr glaubwürdig sind für moderne Menschen, was sollen wir dann von dem Rest halten? Und bereits im 19. Jahrhundert begannen diese Ideen auch in die bestehenden Kirchen einzudringen. Und es zeichnete sich echt die Gefahr ab, dass das Christentum von innen heraus aufgelöst wird, dass man das Christentum umwandeln will in eine neue Art von Christentum, indem man eigentlich nicht mehr das glaubt, was die ersten Christen geglaubt haben, das, was Jesus Christus gelehrt hat, sondern wo man versucht, das Christentum aus den modernen Ideen ganz neu zu formieren. Nun, anfangs des 20. Jahrhunderts gab es eine Gruppe bekannter christlicher Gelehrten in Amerika und auch England, die haben sich öffentlich gegen das Eindringen bibelkritischer und liberaler Lehren in die Kirchen gewendet. Unter diesen vielen Gelehrten möchte ich 2 speziell erwähnen, die Sie hier sehen. Robert Dick Wilson, 1856 bis 1930. Das war ein Genie. Der hat 45 Sprachen und Dialekte gelernt.
Und zwar hat er sich gesagt, ich will alle Bibelsprachen gründlich kennen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch, und auch alle Sprachen, in die die Bibel übersetzt worden ist, in vorchristlicher Zeit und auch nachchristlicher Zeit bis ins Jahr 600. Und sein Anliegen war es, eben in diesen Fachgebieten besser zu sein als alle Kritiker. Und er hat sein Leben eingeteilt in drei Abschnitte. Er hat sich gesagt, im ersten Abschnitt, da lerne ich alle diese Sprachen und bilde mich so, wie ich das nur kann. Und dann in den weiteren Abschnitten werde ich das anwenden und schließlich in Büchern veröffentlichen. Und er konnte das schließlich auch so durchsetzen. Sein Leben bestand aus drei Abschnitten. Es ist genau so gekommen, wie er das sich vorgestellt hat. Übrigens, schon als Student konnte er das Neue Testament auf Hebräisch auswendig. Und damals war Hebräisch ja noch kaum eine lebendige Sprache. Jetzt gerade im Begriff, lebendig zu werden. Also unglaublich. Und dann eine andere Person aus dieser ganzen Gruppe heraus, Sir Robert Anderson. Das war der Chef von Scotland Yard. 1841 bis 1918. Aber er war auch ein Bibellehrer, hat verschiedene Bibelkommentare geschrieben, und er ist besonders berühmt geworden durch seine Arbeit im Zusammenhang mit dem Königlichen Observatorium in Greenwich. Er hat die Prophetie von Daniel über das Kommen von Jesus Christus ganz genau nachgerechnet und nachgewiesen, astronomisch genau, dass die Bibel vorausgesagt hat, dass Jesus Christus am 6. April 32 nach Christus als Fürst nach Jerusalem kommen wird. Und er konnte das ganz großartig darlegen. Und darum ist sein Buch noch heute ein Klassiker. Der Originaltitel ist The Coming Prince. Also solche Leute haben sich gegen dieses Eindringen gewehrt und haben gesagt, diese neuen Theorien, die haben gar nicht eine wissenschaftliche Basis. Und das wollen wir den Leuten auch zeigen. Und so begann man in den Jahren 1910 bis 1915 eine Taschenbuchreihe von 12 Bänden herauszugeben mit dem Titel The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Und zwar ist das eine Sammlung vieler Aufsätze von all diesen gelehrten Männern. Also, Sie können das übrigens heute nachlesen. Das Werk ist unter dieser Internetadresse downzuloaden. Das sind ganz fantastische, kurze Artikel zu allen möglichen Themen im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit der Bibel und den Grundlagen des christlichen Glaubens, die nie aufgegeben werden dürfen. In den Psalmen im Alten Testament findet man den Vers, Psalm 11, Vers 3, wenn die Fundamente umgerissen werden, was soll der Gerechte tun? Nun, diese Leute haben sich gesagt, genau in dieser Situation sind wir heute. Man versucht, die Fundamente des christlichen Glaubens zu zerbrechen und umzustürzen. Jetzt verstehen Sie übrigens, warum ich auf der Einladung dieses Bild vom schiefen Turm von Pisa gewählt habe. Dieser Turm ist schief, weil er nicht auf ein Fundament gebaut ist von Fels, sondern auf Sand. Und wenn natürlich ein Fundament eben nicht trägt, dann ist alles Übrige auch in Frage gestellt. Also wenn die Fundamente umgerissen werden, was soll der Gerechte tun? Und die haben sich gesagt, wir veröffentlichen diese Reihe. Und zwei sehr reiche Christen haben 1909 einen riesen Betrag an Geld auf die Seite getan, um dieses Buchprojekt zu finanzieren, damit man das allen möglichen Pastoren, Sonntagsschullehrern, Missionaren schicken könne. Und das wurde dann in der Folge in Millionenhöhe weltweit verbreitet. Dieses Buch, The Fundamentals. Und darin wird gezeigt, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist auch heute noch glaubwürdig und absolut zuverlässig. Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Diese grundlegende Lehre des Evangeliums gilt immer noch. Er ist auferstanden, wörtlich, nicht im übertragenen Sinn. Und er wird auch wiederkommen, wie die Bibel das sagt. Wie Jesus Christus das auch versprochen hat. Ja, und
Sie haben sich gesagt, das ist auch in der modernen Zeit möglich, dass man alles glauben kann, was in der Bibel steht, ohne ein Problem mit den Fakten der Wissenschaft zu haben. Darum ist es wichtig, diese Leute, da finden Sie eine ganze Reihe von wirklich großartigen Wissenschaftlern der damaligen Zeit. Die hatten nicht ein Problem zwischen Wissenschaft und Glaube. Für sie war das völlig zu vereinen. In der Folge des Erscheinens dieser Buchreihe begann man Christen, die immer noch dasselbe glauben wie die ersten Christen, Fundamentalisten zu nennen. Eben aufgrund dieser Buchreihe The Fundamentals, die fundamentalen Wahrheiten. Auf gut Deutsch. Also, wir halten fest, als dieser Begriff Fundamentalisten entstand, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden damit Christen bezeichnet, die das ursprüngliche Christentum festhalten und auch ausleben möchten. Es vergingen Jahrzehnte. 1959 fand die Islamische Revolution im Iran statt. Der Schah wurde vertrieben. Es war eine grauenhafte Zeit. Ein Chaos in diesem Land. Aber die Muslime, die diese Revolution ausgelöst hatten, waren sich klar, was sie da tun. Das soll eine Vorzeigerevolution sein. Das soll geschehen nun in allen anderen muslimisch geprägten Ländern. Die bestehenden Regierungen, die nicht wirklich nach dem Islam regieren, die sollen gestürzt werden und es sollen Regierungen an ihre Stelle treten, die wirklich nach dem Koran, wirklich nach dem Leben von Muhammad, dem Gründer des Islams, sich ausrichten. Und im Zusammenhang mit dieser Rückbesinnung auf den alten Machtanspruch des Islams durch Mohammed begann man ab 1979 in den Medien den Begriff Fundamentalismus, Fundamentalisten auch auf gewalttätige Muslime anzuwenden. Es vergingen wieder einige Jahre und dann kam dieses Ereignis in Nordindien. Am 6. Dezember 1992 wurde die Babri-Moschee in Ayodhya durch militante Hindus zerstört. Wir haben gesagt, an der Stelle, wo diese Moschee stand, da wurde Krishna vor 900.000 Jahren geboren. Und darum muss diese Moschee weg und wir wollen dort wieder einen Tempel hinbauen. Das war eine ganz schlimme Sache. Es gab bei diesem Aufruhr etwa 2000 Tote, übrigens hauptsächlich unter den Muslimen. Und von da an wurde in den Medien der Begriff Fundamentalisten oder Fundamentalismus auch auf gewalttätige Hindus angewendet. Nun ist das natürlich in der Sprache ein Problem, wenn man ein Wort sehr breit gefächert verwendet, verliert es eigentlich immer mehr an Sinn. Nicht wahr? Alle jungen Leute, die etwas verstehen von Schlumpf und Schlümpfen, diesen Comics von diesen eigenartigen Zwergen, die wissen das eigentlich ganz gut. Diese Schlümpfe, diese Witzfiguren, kann man sagen, in dieser Comicserie, die schlumpfen, wenn sie backen. Und wenn sie in den Wald gehen, um einen Baum zu hauen, dann gehen sie in den Wald, um eben zu schlumpfen. Und wenn einer auf einer Flöte spielen würde, dann schlumpft er auf der Flöte. Und wenn sie miteinander Krach haben, dann schlumpfen sie miteinander. Und so bedeutet schlumpfen, das bedeutet alles. Und nun haben wir gemerkt, das Wort Fundamentalismus bedeutet heute alles Mögliche. Darum können wir es auch ersetzen, würde ich vorschlagen, dass man in den Medien anstatt von Fundamentalismus zwischendurch auch von Schlumpfismus spricht. Und was bedeutet Schlumpfismus? Nun, das gleiche wie Fundamentalismus. Und Fundamentalismus kann eben alles Mögliche bedeuten. Und so könnte man eben die Leute, die man eben als Fundamentalisten schimpft, die könnte man auch als Schlumpfisten schimpfen. Aber da ist alles Mögliche darunter zu verstehen. Nun, wenn wir den Begriff Fundamentalismus
eben doch irgendwie einen Sinn abgewinnen wollen, dann können wir das schon im Rahmen der Bibel. Und zwar möchte ich da verweisen auf das Fundamentalistengleichnis von Jesus Christus. Am Ende der Bergpredigt, Sie sehen hier übrigens den Berg der Seligpreisungen, da sind wir ganz oben, etwas weiter unten, immer noch auf dem Berg gibt es eine riesige Ebene, da hatten sich nach Lukas 6 Zehntausende von Leuten versammelt und Jesus Christus hat von hier gepredigt, da am See Genezareth in Nordisrael, und hat die Bergpredigt gehalten. Am Schluss der Bergpredigt sagt er, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Nun, das Symbol vom Felsen können wir in der Bibel sehr einfach deuten. Es gibt viele Stellen, die das klar machen, aber zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 4 spricht über den Fels und erklärt dort, der Fels aber war Christus. Also in diesem Gleichnis geht es um Menschen, die ihr Leben auf Christus, auf Jesus Christus gründen. Er ist die Basis, das Fundament ihres Lebens. Das sind Menschen, die also seine Worte hören und sie auch umsetzen. Und Menschen, die nur hören, aber sie nicht umsetzen, das sind Leute, die bauen zwar auch auf ein Fundament, aber das Fundament ist eben Sand. Und wenn dann Stürme des Lebens kommen, dann kracht das plötzlich zusammen, weil es kein stabiles Fundament hat. Nicht wahr? Wir alle bauen ja unser Leben auf irgendwelche Fundamente. Aber die Frage ist, ob diese Fundamente gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens, mit Nöten in der Familie, mit Krankheit, mit Tod und so weiter, ob dann das Fundament noch trägt oder nicht. Das ist die große Frage. Also, man kann sagen, Fundamentalisten sind alle. Denn alle bauen auf einem Fundament. Aber die Frage ist, welches Fundament? Ist es solid, der Fels, oder ist es eben wie der Sand, der treibt und Unstabilität bringt? Nun ist ja interessant, dass dieses Fundamentalistengleichnis am Ende der Bergpredigt steht. Und in der Bergpredigt hat Jesus Christus erklärt, wie seine Nachfolger leben sollen. Ganz konkret. Zum Beispiel in Matthäus 5, 44 sagt er, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Sie sehen, wenn ein Fundamentalist gewalttätig ist, ein christlicher Fundamentalist, dann ist er gar kein Fundamentalist. Er kann gar nicht Fundamentalist sein und gewalttätig. Frage, in der Zeit der Kreuzzüge, waren das Fundamentalisten? Das war ganz sicher nicht. Die haben sich ja nicht an diese Worte der Bibel gehalten. Sie haben vielleicht in der Kirche gehört von den Worten Jesu, aber sie haben sie nicht umgesetzt. Aber nur der ist biblisch gesehen ein Fundamentalist, der die Worte Jesu hört und sie auch tut. Und das Wesen der Nachfolge von Jesus Christus ist eben diese Gnade gegenüber den Menschen. Und zwar warum? Weil jeder Christ weiß, Gott hat mir in meinem Leben so viel vergeben müssen. Wie kann ich dann hart sein gegen andere, wenn ich weiß, wie viel mir vergeben wurde? Wie viel ich falsch gemacht habe in meinem Leben? Also wichtig, dieser Zusammenhang, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, das ist jemand, der auf den Felsen
eben auf Christus sein Leben, seine Existenz gründet. Nun, im Koran haben Fundamentalisten auch Anweisungen zum Verhalten. Und es ist ja so, Muhammad war der einzige Religionsgründer, der eigentlich, kann man sagen, berufsmäßig General war. Und in der Sure 2, 217 steht Folgendes: Der Kampf ist euch vorgeschrieben. Und er gefällt euch nicht. Es gibt ja Muslime, die möchten nicht kämpfen. Die möchten nicht gewalttätig sein. Und er gefällt euch nicht. Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, was euch gerade schädlich ist. Allah weiß es. Ihr aber wisst es nicht. Übrigens, wenn Sie zu Hause in einer Koranausgabe nachlesen und dann suchen Sie 2217 und dann denken Sie, oh, das war aber schön gelogen. Da steht etwas ganz anderes. Von Koranausgabe zu Koranausgabe gibt es Unterschiede in der Verszählung. Aber einfach als Tipp, schauen Sie so ungefähr 5 Verse vorher, 5 Verse nachher und dann werden Sie es finden. Es steht im Prinzip schon das Gleiche drin, nur gibt es unterschiedliche Zählungen. Das muss man einfach wissen. Ein anderes Beispiel, wieder zitiert nach der Koranausgabe des Goldmann Verlages, Sure 294. Bekämpft sie, es geht um die Nichtmuslime, bis ihr Versuch aufgehört hat und Allahs Religion gesiegt hat. Also es gibt Kampf gegen die Nichtmuslime und das Endziel ist, die Religion Allahs soll die ganze Welt beherrschen. Nun, wenn ein Muslim sich an diese Dinge hält, dann ist er ein Fundamentalist, indem er auf das Fundament der Muslime zurückgreift. Aber glücklicherweise gibt es so viele Muslime, die sind moderat und die wollen nicht kämpfen. Und die sind nicht aggressiv. Aber die müsste man eigentlich als Extreme betrachten. Weil der Kampf ist zentral, im Zentralislam gefordert. Und wer sich nicht daran hält, der bewegt sich in den Randgebieten des Islams. Aber heute beschreibt man eben gerade umgekehrt die Gewalttätigen, das sind die Extremen. Aber vom Koran her gesehen ist das nicht so. Die wissen natürlich ganz genau, dass das so im Koran steht. Gut, ich kann jemand sagen, aber es gibt doch auch Koranverse, da wird eben zu Freundlichkeit aufgefordert gegenüber den anderen. Ja, natürlich. Aber nun ist es ganz wichtig, ein Auslegungsprinzip für den Koran. Immer am Anfang der Suren, in den üblichen Koranausgaben, wird erklärt, ob das in der Zeit, als Muhammad in Medina war, geschrieben worden ist, oder, also empfangen worden ist, geschrieben wurde es ja später, oder ob es in der mekkanischen Zeit, als Muhammad in Mekka war, geschrieben worden ist. Und das ist ganz wichtig, weil die Zeit in Medina, da hatte Muhammad noch nicht so viel Macht. Und da hat man freundliche Verse. Und als er dann später die ganze Macht bekam in Mekka, dann kamen die aggressiven Verse. Und ein wichtiges Prinzip ist, wenn zwei Verse im Koran das Gegenteil aussagen, dann gilt die Aussage, die später geoffenbart worden ist. Also man kann ja nicht sagen, ja die Freundlichen, die gelten. Nein, die gelten nicht, weil die sind bereits aufgehoben. Das gilt auch für ganz andere Themen, gilt das immer. Das, was später gegeben worden ist, das ist dann gültig und hat das andere in dem Sinn annulliert. Und hier diese Kampfverse, das sind eben die späteren, die sind gültig. Nun, wollen wir miteinander 6 kritische Fragen gerichtet an Christen, die eben im biblischen Sinn Fundamentalisten sein wollen. Das heißt, sie möchten ihr Leben auf das Fundament von Jesus Christus stellen und möchten so leben, wie er das in der Bibel und auch in der Bergpredigt dargelegt hat. Es gibt viele, die denken, Fundamentalisten, das sind so engstirnige Leute,
Weil die glauben ja Dinge, die man in der modernen Zeit gar nicht mehr glauben kann. Und darum sind die auch ein bisschen leicht verletzbar, wenn man ihnen kritische Fragen stellt. Nun, das kann sein. Ich weiß ja nicht, wen Sie kennen. Wir Menschen sind doch unterschiedlich. Einige, die können Auseinandersetzungen besser akzeptieren und andere, die ziehen sich eher zurück. Das ist menschlich. Aber die Bibel sagt, dass Christen immer bereit sein sollen, auf kritische Fragen einzugehen. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Die Hoffnung, das ist die christliche Hoffnung, die Gläubige in ihren Herzen haben. Und Christen sollen also immer wieder bereit sein, solchen, die kritische Anfragen haben, bereitwillig Auskunft zu geben. Warum glaubt ihr das? Warum tut ihr das? Warum denkt ihr so und so? Also eine erste kritische Frage heute Abend. Ist die Ablehnung der Evolutionslehre nicht ganz offensichtlich Wissenschaftsfeindlichkeit? Gut, wir stellen uns diese Frage. Und die ist nun ganz, ganz aktuell. Im Herbst 2007 hat der Europarat im Blick auf 47 Nationen Europas eine Resolution gefasst. Und die warnt alle Länder vor Fundamentalisten, die heute noch an die Schöpfung glauben und dabei noch der Überzeugung sind, dass das wissenschaftlich sei. Die lehnen die Evolutionslehre ab. Und das muss man bekämpfen. Man darf auf keinen Fall in den Schulen in Europa im Wissenschaftsunterricht über Evolution und über Schöpfung sprechen. Man darf nur über Evolution sprechen. Natürlich gibt es in Europa Religionsfreiheit und im Religionsunterricht darf man über die Schöpfung sprechen. Natürlich ist das gemeint, dass man dann mit den Augen leicht zwinkert und sagt, wir wissen, dass das alles natürlich heute überholt ist. Aber auf keinen Fall. Nur die Evolutionslehre ist wissenschaftlich. Sie können das auf dem Internet nachschauen. Geben Sie nur ein Europarat oder Europäisches Parlament, denn auch die EU hat diese Resolution durchgesetzt. Und dann geben Sie ein Kreationismus und dann werden Sie es finden. Und da wird auch gesagt, die Evolutionslehre ist ganz wesentlich als Fundament für unsere moderne Gesellschaft. Wow. Fundamental wichtig sei die Evolutionslehre. Dann sind das auch Fundamentalisten. Nun, wir haben ja gesagt, alle haben ein Fundament. Aber ob es Fels ist oder Sand ist, das ist eine andere Frage. Nun, Christen, die wirklich an die Bibel glauben, auch heute noch, die lehnen die Evolutionslehre ab. Haben wir Gründe dafür? Nun, 1953 hat ja Stanley Miller diese berühmten Experimente gemacht im Labor. Und zwar sollten diese Experimente beweisen, dass Leben aus toter Materie von selbst entstehen könne. Sie sehen hier seine Apparatur, hat auch noch etwas andere Anordnungen gemacht, ganz interessante Versuche im Labor. Und da konnte er zeigen, zufällig, und da braucht man Gott nicht dazu, entstehen unter bestimmten Umständen Aminosäuren. Das sind die kleinen, kleinen Bausteinchen, die es in der lebenden Zelle braucht. Und diese Aminosäuren bilden sich selbst im Labor. Und seither hat man verkündigt, und auch in den Schulen, Evolution sei wissenschaftlich bewiesen. Heute kann man zeigen, wie das von selbst entstehen kann, ohne Gott. Und wenn man jetzt das ablehnt, ist man wissenschaftsfeindlich. Ja. Gut, schauen wir mal an. Ich weiß, der Vortrag ist ja allgemein verständlich, aber es ist einfach manchmal so, ich sage mir, ein Vortrag sollte für 12-jährige Kinder verständlich sein. Und Albert Einstein hat gesagt, alles, was du erklärst, sollst du so erklären, dass deine Großmutter draus kommt. Und seine Großmutter war eben nicht eine jüdische, nicht gebildete Frau. Und Ich finde das fantastisch. Aber manchmal darf man auch in einem Vortrag ein bisschen komplizierter werden für die Leute, die es besonders interessiert. Und die anderen müssen sich überhaupt nicht irgendwie
deplatziert vorkommen. Es brauchen alle ein bisschen was. Manchmal bekommen die Kinder etwas mit den Schlümpfen, nicht wahr? Und dann auch die Studenten da mit der Chemie. Also, in dem Experiment von Stanley Miller gab es Methan, CH4, Wasser, H2O, Ammoniak, NH3 und Energie. Er hat so Blitze hat er ausgeübt in diesem Versuch. Und da wollte er sagen, im Urozean, also noch kein Leben gab auf der Erde, da muss es diese Stoffe gehabt haben, Methan, Wasser, Ammoniak und natürlich auch Blitze. Und dann geschieht folgende Reaktion, und Sie sehen, was da entsteht. Das ist eine Aminosäure. Ein Bausteinchen der lebenden Zellen. Das war alles wunderbar. Wir haben kein Problem damit. Aber jetzt geht's weiter. Das, was jetzt kommt, ist etwa Folgendes. Jemand hat sich einen Backstein gebastelt. Und jetzt denkt er, ist es noch eine ganz kleine Sache und ich baue mir eine ganze Fabrikanlage mit aller Infrastruktur. Ja, so ist das. Jetzt müssen ja diese Aminosäuren verbunden werden zu Ketten. Und zwar ganz komplizierten Ketten, damit daraus Proteine entstehen. Das sind molekulare Maschinen in den Zellen. Ganz wichtige Sache. Es gibt noch andere wichtige Sachen. Aber das ist etwas ganz besonders Wichtiges. Und so müssen sich natürlich jetzt diese Aminosäuren, da haben wir eine, und da wieder eine, die müssen sich jetzt miteinander verketten. Und nun haben wir da die Reaktion, die geht da rechts rüber. Und jetzt haben sich da zwei Aminosäuren verkettet. Und dem sagt man nun ein Dipeptid. Zwei Aminosäuren, die sind zusammen. Jetzt haben wir ja schon den Anfang für die Proteine. Jetzt brauchen wir nur noch etwa 1500, oder? Und es könnten auch jetzt diese zwei sich noch verbinden mit nochmals einer Aminosäure, dann entsteht ein Tripeptid und so weiter. Aber es ist so, jedes Mal, wenn sich da zwei verbinden, entsteht da noch ein Abfallstoff. Nichts Verdächtiges. Bisschen Wasser, ja? H2O entsteht. Aber das ist äußerst dumm. Und zudem im Urozean, in der Ursuppe, gab es natürlich sowieso schon ziemlich viel Wasser. Ja, es ist ja so, dieses Wassermolekül macht das Dipeptid wieder kaputt und bricht es, dann stehen wieder zwei Aminosäuren. Und darum habe ich hier den Pfeil auch darüber gemacht, weil das sagt man, es ist eine reversible Reaktion. Die geht so, jetzt wieder zurück. So und wieder zurück. Natürlich, wenn jemand das im Labor macht, dann setzt er Know-how ein. Dann würde er jetzt sofort dieses Wasser entfernen und dann das Ganze nochmal von vorne beginnen. So arbeitet man im Labor. Aber in der Natur haben wir eben niemanden, der kommt und schön wegnimmt. So, jetzt nochmals. Und jetzt nimmt das wieder weg. Es geht nicht. Das heißt, es bricht ständig ab. Es ist in der Natur unmöglich, dass diese großen Ketten entstehen würden. Und jetzt müssen wir sagen, aus rein naturwissenschaftlicher Sicht ist Lebensentstehung vollkommen unmöglich. Wer trotzdem glaubt, das Leben sei von selber in der Natur entstanden, der ist antiwissenschaftlich. Weil er nicht akzeptiert, das Massenwirkungsgesetz in der Chemie sagt, nein, es geht nicht. Und er glaubt trotzdem etwas, was natürlicherweise nicht geht. Das ist unwissenschaftlich. Also, das mal so zum Thema. Zweitens, existiert Gott? Nun, im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, gibt Paulus eine interessante Antwort. Er spricht über Gott. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also der Apostel Paulus sagt, der Mensch kann mit seinem Verstand erkennen, dass all die Logik in der Schöpfung, in der Natur, spricht eben von jemandem, der hat Know-how, Logik in die Schöpfung hineingesetzt.
Und so kann der Mensch mit seinem Verstand erkennen, dass Gott existiert. Ich habe hier ein interessantes Buch. Charles Darwin, Mein Leben. Die vollständige Autobiografie aus dem Inselverlag. Dieses Jahr herausgekommen. Und da schreibt er zum Beispiel in dieser Ausgabe auf Seite 102, Darwin selbst, der Vater der Evolutionslehre, ein anderer Grund für den Glauben an die Existenz Gottes, der mit der Vernunft, nicht mit Gefühlen zusammenhängt, scheint mir mehr ins Gewicht zu fallen. Dieser Grund ergibt sich aus der extremen Schwierigkeit oder eigentlich Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dieses gewaltige, wunderbare Universum, einschließlich des Menschen, mitsamt seiner Fähigkeit, weit zurück in die Vergangenheit und weit voraus in die Zukunft zu blicken, sei nur das Ergebnis blinden Zufalls oder blinder Notwendigkeit. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich mich gezwungen, auf eine erste Ursache zu zählen, die einen denkenden Geist hat, nicht ein unpersönlicher Gott, die einen denkenden Geist hat, gewissermaßen dem menschlichen Verstand analog. Und ich sollte mich wohl einen Theisten nennen. Und dann sagt er, als er sein erstes Evolutionsbuch schrieb, das war so das Denken, was er in sich hatte. Aber mit der Zeit habe er das dann immer mehr verloren. Und habe dann doch Zweifel bekommen. Er erklärt dann, wie das gegangen ist. Aber dann schreibt er, einige Zeilen weiter, er meint jetzt also, wie das Leben sich entwickelt, das kann man erklären mit der Wissenschaft. Aber dann schreibt er weiter, ich kann nicht so tun, als sei es mir möglich, auch nur einen Funken Licht in so abstruse Probleme zu bringen. Das Mysterium, das Geheimnis, vom Anfang aller Dinge können wir nicht aufklären. Und ich jedenfalls muss mich damit zufrieden geben, Agnostiker zu bleiben. Das heißt, ein Mensch, der sagt, ich weiß es halt einfach nicht. Aber sein Verstand sagt ihm, es gibt Gott. Das ist fantastisch. Charles Darwin. Nun, ich möchte Ihnen auf ganz einfache Art zeigen, wie man als Physiker zeigen kann, Gott muss es geben. Ganz einfach, anhand der Physik können wir beweisen, dass die Welt einen Anfang gehabt hat. Wieso? Schauen Sie, das ganze Weltall besteht aus Materie und Energie. Eine unglaubliche Menge. Übrigens, Materie ist nur eine besondere Form von Energie. Energie kann sich in Materie verwandeln und umgekehrt. Also, darum habe ich das hier verglichen mit einer Alkalin-Batterie. Die hat ja auch ein bestimmtes Maß von Energie. Stellen Sie sich jetzt eine Batterie vor, die ist voll aufgeladen. Und nun gibt es in der Physik zwei ganz fundamentale Gesetze. Der erste Satz der Thermodynamik, der stammt aus der Beobachtung, aus der ständigen Beobachtung. Das ist der Energieerhaltungssatz. Und der sagt, es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Noch nie hat man erlebt, dass plötzlich neue Energie aus Nichts entsteht. Es gibt nur die Energie, die es da gibt. Gut. Also heute geschieht keine Schöpfung, kann man sagen. Der zweite Satz der Thermodynamik sagt, verallgemeinert ausgedrückt, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Nicht wahr? Jetzt setzen wir die Batterie irgendwo ein, sagen wir eine Fotokamera. Und dann machen wir Klick und es blitzt. Jetzt haben wir Energie umgewandelt in Blitz. Und dann machen wir die Kamera wieder zu, da geht es zu und wieder zurück. Das ist, da haben wir die Energie der Batterie umgewandelt in kinetische Bewegungsenergie und so weiter. Und das geht so weiter, bis die Batterie unten ist. Die Energie geht nicht verloren, die Energie wird umgewandelt. Es entsteht keine neue Energie, aber die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Und so ist es auch mit dem Weltall. Sie können also vorstellen, das Weltall ist eine Batterie, die ist aber heute noch nicht am Ende. Aber die nutzbare Energie nimmt immer ab. Unsere Sonne brennt aus, brennt aus, brennt aus, Tag für Tag. Also ist es zwingend, es muss einen Anfang gehabt haben. Wenn Sie eine Batterie haben, die ist halb voll, dann wissen Sie, die geht immer weiter zurück, aber die muss mal einen Anfang gehabt haben. Das ist eindeutig. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Anfang geschah durch Schöpfung oder durch Evolution.
Es ist interessant, dass seit 1948, in den folgenden Jahren, ab 1948, da wurde die Urknalltheorie bei den Evolutionisten immer populärer. Früher, die Kommunisten in der Sowjetunion, die haben doch immer gesagt, die Materie ist ewig. Ja, das kann heute niemand mehr vertreten. Mit gutem Gewissen. Weil die beiden Sätze, die ich vorhin gezeigt habe, mit den zwei Hauptsätzen der Thermodynamik, die zeigen, die Materie kann nicht ewig sein. Sie muss einen Anfang gehabt haben und jetzt geht die Batterie runter. Jetzt hat man in der Evolution sich gesagt, ja gut, wir erklären das natürlich ohne Gott. Und Folgendes hat man noch entdeckt. Schauen Sie, jeder Lichtpunkt hier ist eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen. Und die Rotverschiebung des Lichtes der fernen Galaxien, die man so beobachten kann, Sie sehen auch, wie rötlich diese ganz weit entfernten Galaxien sind, diese Rotverschiebung kann man so erklären. Das kann man so deuten, dass diese Galaxien von uns ganz schnell wegfliegen. Und das heißt also, wenn man in alle Richtungen von der Erde aus so sieht, das Weltall dehnt sich aus. Gestern war es kleiner als heute. Und morgen wird es größer sein als heute. Da hat man sich gesagt, ja gut, aber es muss ja mal einen Anfang gehabt haben. Und wenn es sich ausdehnt, jetzt rechnen wir zurück, bis einmal alles an einem Punkt war. An einem Punkt, das ganze Weltall zusammengefasst. Und so entstand die Urknalltheorie. Aus dem Nichts, Sie haben gut gehört, aus dem Nichts vor 13,7 Milliarden Jahren sei Materie, Raum und Zeit entstanden. Also, in der heutigen Evolutionslehre sagt man, vor 13,7 Milliarden Jahren, es kommt ja nicht auf ein paar Wochen früher oder später an, ist ja klar. Also, stellen Sie vor, da gab es nichts. Es gab kein Weltall, es gab keinen Raum, keine Zeit, keine Materie. Und dann aus dem Nichts, ja? Aus dem Nichts, plötzlich, kommt alles raus. Und dann dehnt es sich aus. Die Evolutionisten würden sagen, auf die Frage, wo hat der Urknall stattgefunden? Ja, überall. Wir sind Splitter des Urknalls. Ich dachte, die ganze Materie, aus der wir bestehen, das war da. Und aus dem Nichts kam es. Und dann hat sich ausgedehnt und dehnt es ständig aus. Wir gehören mit dazu. Urknall ist überall. Ja. Aber jetzt haben wir als Christen ein Riesenproblem. Wir schätzen nämlich Naturwissenschaft. Und die moderne Naturwissenschaft ist ja auch in der Zeit der Reformation vor allem, hat die sich so entwickelt und die Reformatoren, die betont haben, die Bibel ist Gottes Wort und die ermutigt uns auch, Gottes Werke in der Natur zu erforschen, die haben die Wissenschaft angefeuert. Nun, wir müssen sagen, das ist natürlich im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Der sagt, naturgesetzlich entsteht nicht plötzlich aus dem Nichts etwas. Das geht gar nicht. Der erste Satz der Thermodynamik sagt, aus nichts entsteht nichts. Und wer jetzt trotzdem glaubt an einen Urknall, der ist nicht wissenschaftlich. Und dann glaubt man also, am Anfang, als das eben alles da, Sie wissen doch, aus dem Punkt da herauskommt, das war das totale Chaos. Aus dem Chaos des Urknalls habe sich dann immer höhere Ordnung entwickelt, bis zu uns. Etwas Komplizierteres als unser Gehirn gibt es nicht. Das ist das Komplizierteste, was wir kennen. Also das ist im Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz, den der sagt, verallgemeinert ausgedrückt, Ordnung strebt in der Natur immer nach Unordnung. Und Unordnung hat nicht das Bestreben, immer mehr nach Ordnung zu gehen. Genau das Gegenteil. Das, was jede Hausfrau täglich realisiert. Also, wir können sagen, Evolution steht im offensichtlichen Widerspruch zu den Naturgesetzen. Sind wir wissenschaftsfeindlich, wenn wir diese Dinge ablehnen? Nun, kann jemand sich sagen, ja, aber
Wie ist denn das möglich? Diese Leute sind doch, die sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen. Nein, sind sie nicht. Aber sind nicht alle gleich ehrlich, wie zum Beispiel ein Richard Lewontin. Geboren 1929, das ist ein ganz großer Evolutionist unserer Zeit. Ein Harvard University Professor für Genetik. Und er hat am 9. Januar 97 in einer Buchbesprechung zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World hat er Folgendes geschrieben. Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, das heißt von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. Ist nur die Materie, das ist Wirklichkeit, Gott gibt es nicht. Ist doch unglaublich. Es gibt wirklich Leute, die sind unglaublich ehrlich und die sagen das. Aber das würden nicht alle so sagen. Sie sehen, die Evolution ist ein Riesengedankengebäude. Wie dieser Wolkenkratzer, den ich da in Tel Aviv einmal fotografiert habe. Und Sie wissen, Tel Aviv wurde 1909, ist ja 100 Jahre Jubiläum, wie der christliche Fundamentalismus, das hat ja 1909 begonnen, mit dem Geld, das für die Buchreihe auf die Seite getan wurde. Ja, Tel Aviv wurde 1909 gegründet, und zwar auf den Sand am Mittelmeer. Das ist nicht gerade ideal. Das ist übrigens auch die Stadt in Israel, wo sich die Leute vergnügen. In Jerusalem beten sie und in Haifa arbeiten sie. Das sind die drei großen Städte. Ja, also hier dieser Turm auf Sand gebaut. Nun, wenn ich jetzt wissen möchte, ob es da Strom gibt in diesem Gebäude, könnte ich ja durch jedes Stockwerk hindurchgehen, durch jede Wohnung, durch jedes Zimmer und an den Steckdosen einen Test machen, oder? Das gibt viel Arbeit. Von unten bis oben. Aber schauen Sie, das Einfachste ist doch, ich gehe zuerst einmal in den Keller runter und schaue, ob auf dem Hauptschalter Strom ist. Und wenn da kein Strom ist, kann ich mir die Arbeit sparen. Und eben waren wir miteinander unten im Keller und haben geschaut, wie die Welt entstanden ist nach der Evolution. Da ist kein Strom drauf. Und da haben wir ein bisschen weiter oben, haben wir dann nochmals versucht, da wo das Leben entstanden sei aus toter Materie, auch dort hat es keinen Strom drauf. Sie können weitergehen, auf jeder Etage hat es keinen Strom drauf. Nun, jetzt können wir natürlich hart ins Gericht gehen. Und ich sage hart ins Gericht, weil eben Christen, die heute noch an die Bibel glauben und eben in allen möglichen Berufen arbeiten, als Lehrer, als Hausfrauen, als Verkäuferinnen, als Wissenschaftler, die werden durch den Europarat und das Europäische Parlament, werden die wirklich in eine Ecke gedrängt. Das sind Leute, die kann man nicht ernst nehmen. Die sind gegen Wissenschaft. Ja gut, das haben wir aber gesehen. Die Evolutionslehre ist eigentlich eine Religion. Und zwar, habe ich hier geschrieben, eine absurde Religion. Ich will das erklären, was ich damit meine. Ich bin ja Dozent unter anderem für alte Religionen im Umfeld von Israel. Also Religion von Ägypten, Sumerien, Babylon, Assyrien, Kanaan und so weiter. Ja, und da muss ich meinen Studenten eine Einführung geben in die ägyptischen Schöpfungsvorstellungen. Und da beginnt das im heliopolitanischen Schöpfungsmythos mit dem höchsten Gott der Ägypter, mit dem Sonnengott Atum, der plötzlich erscheint. Plötzlich erscheint er. Und Atum heißt auf Altägyptisch, der sich selbst erschafft. Also ganz, ganz vorne am Anfang, ja? Ganz vorne, da beginnt es. Und dann kommt aus dem Nichts. Er schaffte sich selbst. Und dann erschaffte andere Götter, wie zum Beispiel den Himmelsgott, die Himmelsgöttin, dann die Gottheit der Erde und so weiter. Merken Sie, das ist doch ganz interessant, diese Parallelen. Übrigens, die Evolution ist eigentlich nichts anderes als die Vergötterung des Nichts.
Denn das ist das Höchste, aus dem ist alles gekommen. Und dann als nächstes Raum, Zeit und Materie. Genauso wie bei den Ägyptern. Zuerst kommt Atum und dann kommen die anderen Götter. Und im hermopolitanischen Schöpfungsmythos in Ägypten findet man verschiedene Götterpaare. Ganz am Anfang, bevor die Welt entstanden war. Niau und Niaut. Das ist ein Gott und eine Göttin, ein Paar. Das sind die Götter des Nichts. Und dann Hu und Hauhet, das sind die Götter von Raum, Ausdehnung und Zeit. Und dann Nun und Naunet, das sind die Götter der Urmaterie. Und zwar haben sie sich das vorgestellt als ein Urwasser. Ist das unglaublich, diese Parallele? Sie können also Evolutionist sein und einfach die Wörter austauschen und dann sind sie ein ägyptischer Priester. Ja, jetzt kommt natürlich die kritische Frage, die hat auch Richard Dawkins gestellt. Ja, wenn ihr glaubt, es gibt Gott, dann verschiebt ihr einfach alles. Dann kommt die Frage, wer hat Gott erschaffen? Nun, die Bibel erklärt, Gott ist Zeit und Raum nicht unterworfen. Also er ist nicht Teil dieser Natur. Alle Götter im Hinduismus, im Buddhismus, in den Stammesreligionen, all diese vielen Gottheiten, die da verehrt und angebetet werden, denen man Opfer bringt, das sind alles Naturkräfte. Also Teil, kann man sagen, der Natur. Aber die Bibel sagt, der Gott der Bibel ist Zeit und Raum nicht unterworfen. Darum wird er genannt in Offenbarung 1, Vers 4, der da war und der da ist und der da kommt. Fast 7000 Mal im Alten Testament wird er genannt Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. In der Lutherbibel jeweils mit Herr übersetzt, mit Großbuchstaben. Dann weiß man, es ist Yahweh, der Seiende, der Ewigseiende. In Jeremia 23, 24 steht, Gott sagt, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Er ist nicht Teil der Natur, aber er ist überall, allgegenwärtig und auch im Jenseits. Nicht nur im Diesseits, einfach allgegenwärtig. Und in 2. Petrus 3, Vers 8 steht, bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, er ist der Zeit nicht unterworfen. Früher konnte man sich so etwas nicht vorstellen. Unmöglich, wie geht das? Die Zeit geht doch vorwärts, oder? Jetzt. Jetzt ist 9 Uhr, ja. Ich sollte bald am Ende sein. Es geht einfach weiter, ja. Wie kann man sagen, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag? Nun, wir mussten warten bis ins 20. Jahrhundert, um das Wissenschaftliche ein bisschen, ich sage nicht viel, aber ein bisschen besser nachzuvollziehen. Albert Einstein hat uns gezeigt, dass eben Zeit hängt mit Materie direkt und mit Raum zusammen. Ja, das ist zusammen. Alles, was es da gibt in diesem Weltall, ist an Raum und Zeit gebunden. Und darum können wir sagen, diese Gesetze der Physik, die beziehen sich auf alles und alles muss einen Anfang haben. Es gibt nichts, was wir anrühren können in dieser Welt, was wir sehen können, das ewig wäre. Ist alles zeitlich. Hat alles einen Anfang gehabt. Aber Gott ist eben nicht Teil des Raumes und der Zeit und darum hat er keinen Anfang. Auf ihn kann man den ersten und zweiten thermodynamischen Hauptsatz nicht anwenden. Das geht nur für Dinge, die ebenso wie eine Batterie funktionieren. Ich komme auf dieses Thema nachher noch kurz zurück, aber jetzt ein kurzer Unterbruch von ein paar wenigen Minuten. Wir kommen zu einer weiteren kritischen Frage. Hat Jesus Christus wirklich gelebt? Das ist eine berechtigte Frage. Nun, der Fragesteller weiß natürlich, dass in der Bibel von Jesus Christus gesprochen wird und dass es die Evangelien gibt, 4 Lebensberichte von Jesus Christus. Aber er geht natürlich davon aus, dass das keine Augenzeugenberichte sind,
entgegen ihrer eigenen Aussage und entgegen dem Zeugnis der frühesten Christenheit. Aber es gibt eben auch außerbiblische Zeugnisse. So zum Beispiel bei Tacitus, einem römischen Geschichtsschreiber, er lebte 36 bis 100 nach Christus, und in seinem Buch Annalen, Buch 15, Abschnitt 44, schreibt er über die Christen in Rom, im Zusammenhang mit dem Brand von Rom in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und da sagt er, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Und wir wissen, Pontius Pilatus war Prokurator in Judäa 26 bis 36 nach Christus. Genauso wie es in der Bibel steht. Das war zur Zeit von Kaiser Tiberius, Lukas 3, zur Zeit von Pontius Pilatus. Josephus Flavius, ein jüdischer Historiker. 37 bis 100 nach Christus hat er gelebt. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem jüdische Altertümer. In Buch Nummer 18, Abschnitt 63, kommt er auf die Zeit von Jesus Christus zu sprechen. Zu dieser Zeit, im Zusammenhang geht es um die Zeit von Pontius Pilatus, lebte Jesus, ein weiser Mensch. Und etwas weiter sagt er, und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte. Also, es gibt keinen Grund, irgendwie zu zweifeln an der Geschichtlichkeit Jesu, dass er gelebt hat, aufgetreten ist in Israel und schließlich gekreuzigt worden ist. Das ist auch außerbiblisch klar belegt. Wir können also schon zu Frage 5 gehen. Wurde die Bibel verfälscht? Es gibt ja viele Leute, die fragen sich, ja, die Bibel wurde doch ständig abgeschrieben. Und da ergaben sich doch Fehler. Ja, das ist ja genauso wie bei uns. Wenn wir als Schüler früher von der Wandtafel abgeschrieben haben, da haben wir doch immer Fehler gemacht. Und heute machen wir es ja auch, aber da gibt es Korrekturprogramme. Aber die helfen ja auch nur bedingt. Ja gut, das ist ein Problem. Jetzt die Frage, kann man überhaupt davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Also wenn die Christen sagen, ja, wir glauben, was in der Bibel steht, aber es ist ja gar nicht mehr die gleiche Bibel wie damals geschrieben. Was nützt es dann? Das ist eine berechtigte Frage. Kurz, Grundwissen, die Bibel ist folgendermaßen aufgebaut. Altes Testament, eine Sammlung von 39 Büchern, wurde geschrieben in der Zeit vor Jesus Christus. Dann, vor 2000 Jahren, kam Jesus Christus und seine Nachfolger haben dann das Neue Testament geschrieben, eine Sammlung von 27 Büchern geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. So, jetzt wollen wir uns mal mit den Schriften des Neuen Testaments auseinandersetzen, also mit dem zweiten Teil. Da haben wir heute 5760 griechische Manuskripte zur Verfügung. Und die stammen aus allen Jahrhunderten, aus dem ersten Jahrhundert, die ältesten, zweiten Jahrhundert, dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert, fünften Jahrhundert und so weiter, bis ins 15. Jahrhundert. Und Sie wissen, dann wurde die Buchdruckerkunst erfunden. Und dann hat man die Bibel begonnen zu drucken. Ja, und dann gibt es noch dazu 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen. Also Übersetzungen aus den ersten Jahrhunderten ins Lateinische, ins Koptische, ägyptischer Dialekt, oder ins Syrische und so weiter. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel von einer Handschrift, das ist der Codex Sinaiticus, um 350 nach Christus geschrieben. Ja, jetzt haben wir also eine solche Fülle von Handschriften. Und natürlich haben die Leute Schreibfehler gemacht, genau wie wir. Aber nicht wahr, wenn wir an der Wandtafel der Schule abgeschrieben haben, dann könnten wir doch nachher die Hefte nehmen von allen unseren Mitschülern. Und wenn 20 Mitschüler sich einig sind, dass man das dort mit TZ schreibt, dann kann man davon ausgehen, dass die da recht haben, oder? Was wahrscheinlich ich falsch abgeschrieben habe. Und so ist es auch, wenn 1000 Handschriften einer Stelle im Johannesevangelium sagen, so lautet der Text,
dann ist ja klar, dass wenn eine, zwei oder drei Handschriften etwas anderes haben, dass das Abschreibfehler sind. Das ist das Fantastische, wenn man so viele Handschriften hat. Das haben wir normalerweise nicht. Die Klassiker von Cicero und Cäsar, der Gallische Krieg und so, ja, da muss man froh sein, wenn man für solche klassischen Werke ein Dutzend Handschriften hat von einem Werk. Aber ich weiß noch, in der Schule hat doch niemand gezweifelt, dass wir jetzt Cicero-Briefe lesen. Alle Schüler waren sich einig, sobald es ums Neue Testament geht, oh, sind wir sicher, dass es der ursprüngliche Text ist. Ja, natürlich, wir haben Tausende von Handschriften und wir können die vergleichen und wenn die Masse übereinstimmt, ist doch klar, dass diese einzelne abweichende Handschrift einen Fehler hat. Also wir können wirklich sogar ganz genau bis in den Wortlaut, bis in die Orthographie hinein können wir sagen, wie das Neue Testament ursprünglich aufgeschrieben worden ist. Das ist fantastisch. Hier übrigens noch ein Beispiel von einer Handschrift, der P46, Paulusbriefsammlung. Die wurde vor einigen Jahren durch einen Koreaner namens Kim, ich habe mal mit ihm persönlich auch telefoniert, konnte ganz schlecht Deutsch, aber er hat Forschung betrieben in Deutschland. Er hat das ganz klar datieren können auf 75 bis 100 nach Christus. Das war eine Handschrift aus dem 1. Jahrhundert. Und da sehen Sie, wenn natürlich dann solche Romane kommen wie Dan Brown, Sakrileg, wird doch behauptet, ja, die Kirche hätte die Bibel verändert im 4. Jahrhundert. Er mag ja ein guter Romanschreiber sein, aber von Bibelhandschriften hat er jetzt wirklich keine Ahnung. Und man sollte sich ja auch nicht an Romanen orientieren, wenn es um historische Fragen geht, oder? Nein, wir können doch ihm zeigen, dass die Handschriften vor dem 4. Jahrhundert, die haben die gleiche Botschaft wie die nachher. Es hat nie eine Revision gegeben der Bibel im 4. Jahrhundert. Überhaupt nie. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Da haben wir tausende von hebräischen Handschriften. Und zwar ganz speziell aus dem Mittelalter. Diese Handschriften nennt man der masoretische Text. Weil die Rabbiner, die da diesen Text abgeschrieben haben, die nannte man Masoreten, Überlieferer. Und die haben zum Beispiel Buchstaben ausgezählt, um dann in der Kopie wieder nachzuzählen, ob es gleich viele Buchstaben sind. Also zum Beispiel in den 5 Büchern Mose. Die haben auch Wörter in der ganzen Bibel ausgezählt und dann wieder als Korrektur in der Abschrift. Die wussten, der Buchstabe Aleph kommt 42.377 Mal vor, der Buchstabe Bet, das ist das B auf Hebräisch, 38.218 Mal. Und wehe, wenn die Abschrift, wenn es da 38.217 waren, dann konnte man auf die Suche gehen. Und es gibt in der rabbinischen Literatur aus der Antike einen Satz, wo ein Rabbiner warnt, einen Abschreiber der Bibel, dass er aufpassen muss, dass er nicht einen einzigen Buchstaben verändert. Denn wenn du einen Buchstaben der Bibel veränderst, bist du ein Zerstörer der Welt. Also Sie sehen, ich meine, wenn Leute mit einer solchen Einstellung abgeschrieben haben, dann war es ein bisschen anders als bei uns in der Schule damals. Und jetzt ist es natürlich so, seit 1947 und folgenden Jahren hat man ja Handschriften gefunden aus der Wüste Judäa, aus den Höhlen von Qumran am Toten Meer. Und dann zusätzlich im Wadi Murabba'at, in Masada, auf dieser Bergfeste oben. Und das sind Handschriften aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, 1. Jahrhundert vor Christus, 2., 3. Jahrhundert vor Christus. Und da können wir sehen, ah, fantastisch, wie diese Juden abgeschrieben haben. Eine Ehrfurcht vor dem Bibeltext, weil sie der Überzeugung waren, das ist Gottes Wort. Das dürfen wir nicht verändern. Das müssen wir für die späteren Generationen bewahren. Und schon der Prophet Jesaja hat um 700 vor Christus gesagt, Jesaja 40,8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und darum können wir sagen, ja, wir haben eine ganz zuverlässige Basis für unseren Glauben. Ja, jetzt kommt die letzte Frage. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist?
Nun kann man sagen, ja gut, die Bibel ist ein interessantes Buch und es wurde sehr genau überliefert, aber Menschen können ja irgendetwas schreiben. Nun, ein ganz wichtiges Kennzeichen, dass die Bibel Gottes Wort ist, das ist die erfüllte Prophetie. Und schauen Sie nach in diesem Buch auf dem Internet, The Fundamentals, The Testimony for a Truth. Da finden Sie super Artikel zum Thema erfüllte Prophetie. Gottes Siegel auf die Bibel, das ist die erfüllte Prophetie. Nun, wir haben gesehen, wir stehen in Raum und Zeit. Hier Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Da haben Sie die Zeitachse. Als Menschen können wir in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit so ziemlich zuverlässige Aussagen machen. Aber im Blick auf die ferne Zukunft versagt der Mensch kläglich, wenn er zuverlässige Aussagen machen soll, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Für uns geht die Zeit weiter und sie rennt mir jetzt auch davon. Aber wie gesagt, wir haben es bald. Ein Beispiel für das Problem menschlicher Prophetie. Weltausstellung 1893 in Chicago. Spezialisten, es waren damals Sozialexperten, erklärten, wie es in 100 Jahren sein wird. Erstens, die Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Und viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Und damit meinten sie nicht, weil die Leute nicht mehr heiraten, sondern weil sie die Probleme lösen können, ja? Das ist der Punkt. Nun, wir haben bereits gesehen, die Bibel zeigt uns Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Im Gegensatz zu den Göttern der Evolution, den Göttern des Hinduismus, der Stammesreligionen, des Buddhismus und so weiter. Er ist der Ewigseiende, der Unwandelbare, der da war und der da ist und der da kommt. Dann kann er natürlich die Zukunft perfekt voraussagen. Denn wir können uns die ganze Weltgeschichte vorstellen, wie auf einem Tisch alles ausgebreitet. Ja? Da am Anfang der Welt, Schluss, das Ende der Welt, dazwischen die ganze Geschichte und jetzt da 2009 in Erlinsbach. Ja? Für Gott steht alles da. So kann man sich das menschlich ein bisschen vergegenwärtigen. Nun, im Buch des Propheten Hesekiel finden Sie 77 Mal den Refrain in kleinen Variationen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Gott sagt etwas voraus und er sagt, wenn es dann in Erfüllung geht, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Ewige, Yahweh, der Gott der Bibel bin. So können wir Gott erkennen. Und dieser Gott der Bibel fordert die Götter der anderen Religionen heraus. In Jesaja 41, 23 heißt es, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und Sie wissen, zum Beispiel bei den Griechen gab es ja die Orakel. Und die hatten ja das Motto, so wenig Aussagen wie möglich und die so niedrig, wie es nur geht. Und da ging ein König mal zum Orakel nach Delphi und sagt, ich möchte wissen, wie das rauskommt, wenn ich da in den Krieg gehe. Und da haben sie ihm gesagt, du wirst ein Königreich zerstören. Fantastisch, ich gehe. Und hat Krieg geführt und hat verloren. Da ging er natürlich reklamieren, wie das auch heute so bei vielen Leuten der Fall ist, wenn das Angebot nicht dem entspricht, was man kaufen wollte. Und dann sagte er, ihr habt mir gesagt, ihr werdet ein Königreich zerstören und jetzt habe ich da verloren. Da haben sie ihm zur Antwort gegeben, wir haben ja nicht gesagt, welches Königreich. Aber die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Das finden Sie nicht im Koran, in den Büchern der Hindus und im Buddhismus und so weiter. Nirgends. Das ist absolut einzigartig. Jesus Christus, und jetzt spreche ich mal über die messianische Prophetie ganz kurz, erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias.
Der Messias ist der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. Und Jesus Christus hat diese Voraussagen wirklich erfüllt. Wir können das nachweisen. Und ich habe ja gesagt, Sir Robert Anderson hat zum Beispiel diese eine Prophetie, der genaue Zeitpunkt, wenn Jesus Christus, der Messias, kommen soll, hat er astronomisch nachgerechnet. Exakt, exakt. Aber unter diesen 300 Prophezeiungen sind Prophezeiungen wie: Der Messias, der Erlöser, wird ein Nachkomme sein von König David. Er wird in Bethlehem geboren werden. Er wird durch sein Volk abgelehnt werden. Eigenartig. Da warten sie auf den kommenden Erlöser. Und wenn er kommt, verwerfen sie ihn. Das war vorausgesagt. Wider alle Erwartung. Das ist Prophetie, ja? Dann die Kreuzigung wurde bis ins Detail von David vorausgesagt. Dass dann die Zerstörung Jerusalems folgen soll und des Tempels. Ist alles im Jahr 70 geschehen. Und dass dann die Juden unter alle Völker zerstreut werden sollen. Das ist geschehen. Ab dem Jahr 70 sind die Juden unter alle Völker zerstreut worden. Und dass sie dort ständig verfolgt werden würden. Hat sich alles erfüllt. Und so können wir weiterfahren. Ganz konkrete Aussagen, die sich nachweislich, historisch nachweislich erfüllt haben. Ein anderes Thema. Prophetie über Weltgeschichte. Jetzt nehme ich nur das Buch Daniel. Ich nehme das natürlich, auch weil ich darüber ein Buch geschrieben habe, wie auch über messianische Prophetie. Und da können Sie das im Detail nachlesen. Das Buch Daniel wurde im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben und man kann zeigen anhand der Weltgeschichte, wie sich über 200 exakte Prophezeiungen erfüllt haben. Über das Schicksal von Babylon, das Weltreich Babylon, Persien, Griechenland, Rom, über Syrien, Ägypten, über Israel. Das ist einfach fantastisch. Oder im Moment schreibe ich ein Buch über Endzeit. Leben wir wirklich in der Endzeit? Und da weise ich nach, dass sich seit dem Beginn der Rückkehr der Juden ins Land der Väter 1882 bis heute, sich mehr als 160 präzise Prophezeiungen erfüllt haben. Also wir können sogar in unserer Zeit nachvollziehen. Ich war früher, könnte jemand sagen, ja gut, vielleicht wurde die Prophetie geschrieben, nachdem es erfüllt war. Ja, aber uns ist ja klar, dass die Bibel schon lange da ist, ja? Und jetzt erfüllt es sich heute vor uns. Die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren. So etwas ist ja ohne Parallele in der ganzen Weltgeschichte. Und dass dann dieser Staat wieder gegründet werden soll nach so langer Zeit der Staatenlosigkeit. Die Wüste soll wieder aufblühen. Alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben. Hebräisch wird wieder gesprochen. Das musste auch kommen. Das hat es noch nie gegeben, dass eine Sprache nach 1000 Jahren tot wieder lebendig geworden wäre. Und dann heißt es weiter, die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Und wir haben alle was gehört vom Nahostkonflikt. Und dann die dramatische Befreiung des Tempelberges. Ist alles vorausgesagt. Und so weiter und so fort. Ich möchte schließen mit ein paar Prophezeiungen über das Kommen von Jesus Christus und die Bedeutung seines Kommens. Und zwar in Verbindung mit seinem Tod am Kreuz für unsere Sünden. Er wurde auf dem Fundament eines Felsens gekreuzigt. Und der Prophet Jesaja hat in Jesaja 53 das im Detail vorausgesagt. Geschrieben um 700 vor Christus. Und wir haben eine vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, aus Höhle 1. Die stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Ich habe das nachgelesen. Ist alles drin von der Prophetie. In dieser Rolle, ja? Sie enthält den ganzen Text von Jesaja 53. Und gemäß der alten Rabbinen im Judentum wurde das auch so interpretiert. Dieses Kapitel spricht vom Messias. Das ist also nicht christliche, nachträgliche Interpretation. Ich lese nur ein paar Verse. Am besten lesen Sie dieses Kapitel zu Hause. Das ist ein unglaubliches Kapitel. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt heute etwa 400.000 Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Retter ist. Aber wenn Sie die fragen, jede Geschichte ist wieder anders, wie die zum Glauben gekommen sind. Aber für die meisten spielt dieses Kapitel eine Schlüsselrolle.
Und ich mag mich erinnern, als Kantonsschüler habe ich mit einem orthodoxen Juden mich getroffen in Zürich Enge, wollten über den Messias zusammensprechen. Da haben wir zusammen dieses Kapitel gelesen. Und da habe ich nachher gesagt, als wir das gelesen haben, das war unglaublich, wie das gewirkt hat. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jesaja beschreibt die Zukunft in prophetischer Vergangenheitsform. Ein Kunstgriff der hebräischen Propheten. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern, also wieder leben. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Er sollte wie ein Opfertier sterben für unsere Sünden. Ich war im Judentum, hat man immer Opfer dargebracht. Aber das hat man gemacht, eben, das musste man machen im Blick auf den kommenden Retter, der einmal die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben, auf sich nehmen würde. Und so wurde Jesus Christus von Gott geschlagen am Kreuz, von Gott verlassen am Kreuz, damit er immer bei uns ist. Und es ist so einfach, wie kann man eben sein Haus auf den Felsen gründen? Nun, indem man seine persönliche Schuld im Gebet ganz offen und ehrlich Gott bekennt. Man muss da keine schönen Worte machen und keine vorfabrizierten Gebete muss man da nehmen. Einfach wirklich ehrlich mit Gott sprechen und ihm bekennen, was wir gemacht haben in unserem Leben, was nicht recht war und wie wir sehen, dass wir seine Vergebung brauchen. Und wenn wir dann Gott danken, dass er Jesus Christus geschickt hat, dann wird Gott uns die ganze Schuld vergeben. Und dann können wir unsere Existenz eben auf den Felsen Jesus Christus gründen, als Fundament. Nicht, um noch mehr Streit in diese Welt zu bringen, sondern um etwas von diesem Frieden, den wir mit Gott erfahren, auch unseren Mitmenschen weiterzugeben. Und wenn Menschen sich feindlich gegen uns verhalten, der Herr hat in der Bergpredigt erklärt, betet für die, die euch schmähen, segnet. Und so möchte ich schließen mit 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus.